So, da kann man schauen. Hinweis noch, es gibt in diesem Programmheft einen Punkt, den Sie jetzt dann in der Ausstellung vertreten, so nicht wiederfinden. Ein Projekt hat uns aus Prüfungsstress abgesagt. Ja, das wollen wir noch ganz kurz sagen. Trotzdem können Sie hier ein paar Informationen sehen. Es geht um ein Projekt, da wurden Kinder und Jugendliche ausgebildet zu Guides in der Geschichte von Roma im Nationalsozialismus in Berlin. Sozusagen die Perspektive der Sinti und Roma auf die Geschichte. Dass die Geschichte sichtbarer wird. Ein ganz, ganz tolles Projekt. Wir hoffen weiterhin natürlich, dass die Prüfungen gut gehen und alles toll wird, dass sich die Absage zumindest ein bisschen lohnt und Sie hoffentlich im nächsten Jahr dabei sind, weil das Thema ist, glaube ich, ein ganz wichtiges und zum Großteil auch vergessenes. So, von vergessen zu vergessen, was oftmals totgeschwiegen wurde und immer noch in Griechenland totgeschwiegen wird, ist die Deportation der griechischen Juden im Kontext zur deutschen Besatzung 1941 bis 1944, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen, liebe Schüler. Wir müssen einige Sachen klarstellen. Es waren ein paar Schüler verreist, sie sind inzwischen heile zurückgekommen und ich begrüße recht herzlich Marc, Noah, Katharina, Kimi und Tim. Wo seid ihr? Der große Auftritt. Schön, dass ihr da seid. Hallihallo. Wir hatten gestern schon ein bisschen Zeit zu schnacken, ne? Jetzt haben wir uns. So, bitteschön, setzt euch. Setzt euch. So, servus. So, ich darf in die Mitte, glaube ich. Genau, so weit geplant. Herrlich. So, ihr Lieben. Erstmal müssen wir ein paar Fakten klären. Wo ich euch schon da habe, muss ich ja gar nicht so viel selber reden, sondern ihr könnt es eigentlich selber erzählen. Von welcher Schule seid ihr? Vom Schiller-Gymnasium. Und was war eure Aufgabe? Ihr wolltet ein Denkmal erstellen. Für was genau? Wir wollten an die ehemaligen Schüler, die unsere Schule besucht haben und die im Zweiten Weltkrieg, speziell die Juden, die deportiert wurden, erinnern. Erinnern, in Form eines Denkmals. Puh, schwierige Aufgabe. Wie sieht in der heutigen Zeit ein Denkmal aus? Seid ihr euch sicherer geworden? Habt ihr einen Weg gefunden, um das Ganze darzustellen? Also wir hatten verschiedene Sachen ausgearbeitet. Wir hatten verschiedene Ideen. Und darunter war zum Beispiel ein Baum aus einem beständigen Material, zum Beispiel Stein oder irgendeinem Metall. Und der sollte Blätter tragen und an diesen Blättern sollten dann die Namen der Opfer stehen und deren Familien. Und ja, wir hatten noch eine Idee mit einer Art Tisch, einer Art Tafel, einer Schulbank, wo die Namen der Opfer aufgeschrieben wurden, sodass man sich ein bisschen mit diesem Schülerdasein der Opfer identifizieren kann. Mhm. Eigentlich eine ganz schöne Idee. Ihr habt eigentlich einen weiten Weg gemacht, irgendwie, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Den wollen wir kurz beschreiben. Ihr wart verreist, Teile von euch waren in Polen und Teile von euch, beziehungsweise alle, ihr wart in Griechenland unterwegs. Ne? Eine lange Reise, um Geschichte wirklich zu erleben und Sachen zu sehen und auch, ich sage mal so, an Orte zu kommen, wo Deutsche bisher nie hingekommen sind, nämlich in Griechenland, dazu kommen wir gleich noch. Es sei noch erwähnt, ihr Lieben, dass nicht nur eure Schule an diesem Projekt beteiligt ist, sondern es ist eine Kooperation mit dem Gedenken Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Da wart ihr alle, stimmt's? Ja. Ja, komischer Moment, wenn man da reinkommt, oder? Wie ging's euch? Ja, also das Haus ist ja ein sehr geschichtsträchtiger Ort, deswegen ist es schon überwältigend, auch einfach, weil es ein sehr schönes Gebäude ist, muss man auch sagen, aber das ist ja auch, ja, die Ausstellung unten empfängt einen gleich. Also ich mag den Ort gerne, ich fand ihn eigentlich sehr informativ. So. Gut, und von da wurde beschlossen, ich glaube, wir müssen erstmal nach Polen. Wer von euch war in Polen? Ihr drei wart in Polen, ganz genau. Wo seid ihr hingefahren? Also wir waren zuerst in Lodz. Lodz. Genau, dann waren wir noch in Auschwitz, in Krakau, in Majdanek. Wir haben prinzipiell die meisten Konzentrationslager besucht und ja, mit dem Reisebus. Ja. Wie lange? Wir waren 10 Tage in Polen. 10 Tage. Kann ich fragen, und wie war's? Also es hat die meisten von uns sehr beeindruckt, aber auch mitgenommen, weil wir natürlich davor zwar dieses Thema im Unterricht behandelt hatten, aber nicht so tiefgehend, und es ist wirklich nochmal ein ganz anderer Eindruck, wenn man da vor diesen Konzentrationslagern steht. Das war auf jeden Fall echt krass. Wie kam denn dann die Brücke zu Griechenland zustande eigentlich? Wie ist das passiert? Also als die Gruppe in Polen war, waren halt aktuell Proteste in Athen sehr rechtsextrem, und
ihr habt euch dann halt gedacht, was war eigentlich in Griechenland während der Zeit, und Elke, also unsere Initiatorin, hat dann die Reise beantragt und alles organisiert, super gut, und ein Jahr später sind wir dann nach Griechenland gefahren, um uns dann anzugucken, was halt in Griechenland war unter der Besatzung der Deutschen. Und wo wart ihr? Wir waren in Thessaloniki, da war halt die größte jüdische Gemeinde. Dann waren wir in Athen und in Destimo und Kortiatis. Könnt ihr denn erzählen, wie viele Juden es damals gab in Griechenland, bevor die Deutschen kamen? Also in Thessaloniki war die größte jüdische Gemeinde mit 50.000 Juden. Einen riesigen jüdischen Friedhof, der zerstört worden ist. Und danach waren es 1.200 Juden. Der Rest wurde alle deportiert und umgebracht. Wir haben uns gestern schon kurz unterhalten und ihr habt ein ganz tolles Wort in den Raum geworfen, also toll ist relativ in dem Kontext, nur wirklich sehr interessant. Es geht um die Konkurrenz der Opfergemeinschaften. Was genau habt ihr damit gemeint? Also man hat es nicht so gemerkt, aber da ging es vor allen Dingen darum, dass die Opfergemeinden gegenseitig, sie wollen immer die meiste Aufmerksamkeit. Ein bisschen hier reinspielen. Die wollen die meiste Anerkennung für ihr Leid bekommen, also auch die meisten Entschädigungen und sowas. Und das ist halt so ein Wettkampf, bei wem war es schlimmer, wer hat das meiste Mitleid verdient und sowas. Und ihr wart auch mit die Ersten, die überhaupt quasi als Deutsche dort hingefahren sind, ne? Genau, also wir waren die erste deutsche Gruppe, die Kontakt mit der jüdischen Gemeinde in Thessaloniki aufgenommen hat und die gesagt hat, wir wollen mit euch darüber reden und das Thema bearbeiten. Und genau. Wie viele, ich sage mal, ehemalige Schüler von eurer Schule habt ihr denn gefunden auf euren Reisen? Okay, also die genaue Zahl habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her. Aber ich glaube, es waren 9 Schüler, bei denen wir die Namen gefunden haben, den Wohnort, der natürlich auch, weil das ja unsere Schule ist und wir wohnen ja auch in der Nähe von der Schule, auch in unserer Umgebung ist und ja, ihr Schicksal etwas nachverfolgen konnten. Und das haben wir auch auf dieser Polenreise gemacht. Als wir dann in Auschwitz waren, da wurde der Großteil der Schüler oder ihre Familien umgebracht. Da haben wir auch schon eine Gedenkzeremonie abgehalten. Gibt es denn irgendeinen Ort an eurer Schule, der das Ganze schon widerspiegelt? Gibt es da irgendwie einen Aushängekasten oder irgendwas? Oder wird jetzt endlich höchste Zeit, dass ihr da das Denkmal setzt, dass es da quasi dann einen Ort gibt, wo... Ja, also in unserer Schule gibt es ein Informationsplakat, sagen wir mal, über unsere AG, die schon ein bisschen zeigt, was wir bis jetzt gemacht haben und die ein bisschen informiert, aber eben dieser konkrete Gedenkort, der fehlt eben noch und das ist ja auch gerade unser aktuellstes Thema, wie wir jetzt endlich dazu kommen, diesen Prozess des Denkmalfindens abzuschließen. Das hast du sehr schön gesagt. Wie lange geht denn der Prozess jetzt noch? Das ist eben, ja, schwer absehbar. Also wir sind, beziehungsweise unsere Leiterin Elke ist eben auch in Kontakt mit der UdK, hatten wir ja auch gestern schon erzählt, weil wir eben neben diesen Ideen, die eben schon Tim genannt hat, auch noch offen sind halt für neue Ideen. Und vielleicht gibt es ja Studenten an der UdK, die noch andere, bessere Ideen haben. Oder ja, und wir innerhalb der AG reden halt auch weiter drüber. Wir wollen eben auch die Meinungen der Schüler unserer Schule mit einbeziehen. Es ist ja nicht nur ein Denkmal für unsere AG, sondern für die ganze Schule. Deswegen, wir können aber noch nicht konkret sagen, ein Datum, an dem das jetzt beendet sein wird. Okay, sonst würde ich mal vorbeikommen und mir das angucken. Interessiert mich auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus mit Rassismus in Griechenland? Habt ihr irgendwas erlebt oder... Es ist ja mal so, dass man auf Reisen, ich denke mal, dass ihr auch ein paar Denkmäler besucht habt. Wie sahen die aus? Ist da alles gut? Oder? Als wir da waren, war gerade aktuell ein Vandalismus an dem größten Holocaust-Denkmal in Athen. Und wir hatten dann auch ein paar Tage später einen Vortrag von einem Uniprofessor dazu. Marc, willst du davon erzählen? Ja, also wir wurden echt von den Ergebnissen überrascht. Es war nur, also die... es gab eine Umfrage, aber auch parteiübergreifend, also nicht nur bezüglich dieser neuen Morgenroute. Und es war wirklich echt beeindruckend, irgendwie 60-70% waren es, glaube ich, der Griechen sind latent antisemitisch. Das muss man sich erstmal vorstellen. Also es hat uns alle total erschrocken und wir haben auch wirklich lange dafür gebraucht, das erst zu verarbeiten. Sagt dieser Professor.
Ja, aber es ist also eine unabhängige Universität in Amerika, hat diese Studie durchgeführt. Also. Okay. Müsste stimmen. Okay. Ja, Zahlen sind Zahlen. Ich glaube, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Es sind halt trotzdem krasse Zahlen, die man so hört. Da wird man ja quasi blass. Und gerade wenn man dann noch sieht, dass auf einem Denkmal in der jetzigen Zeit, gerade auch in Griechenland, wo man eigentlich irgendwie nach wie vor zusammenrücken sollte, sowas passiert, ist das natürlich hochfraglich. Nichtsdestotrotz, ihr fünf, ich danke euch, dass ihr stellvertretend für eure ganze AG, die Jahr für Jahr weitergeführt wird an eurer Schule, hier wart, dass wir ein bisschen quatschen konnten, dass wir uns gestern schon kennenlernen durften. Danke für eure Zeit, für eure Ehrlichkeit und vor allem für eure Offenheit, dass ihr hier wart. Und jetzt sage ich auch schon Tschüss. Der Günther ja auch, muss weiter gucken in seine Karten, denn wir hängen ein bisschen. Ihr Lieben, Riesenapplaus für euch. Bis bald. Applaus